Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dukai und in diesem Video erkläre ich, was Polyphonie, Paraphonie und Monophonie ist. Und zusätzlich will ich noch mit einem vulkanischen Gruß "Lebe lang und in Frieden" starten. Es wäre klasse, wenn du mir einen Daumen gibst und den Kanal abonnierst, aber legen wir doch einfach mal los. Um den Unterschied zwischen Polyphon, Paraphon und Monophon zu erklären, schauen wir uns einen ganz einfachen Aufbau eines Monosynthesizers an. Also ein Synthesizer, der monophon ist und daher nur einen Ton zu einer Zeit spielen kann, also nicht mehrere Töne gleichzeitig. Monophonie ist quasi die Basis für Paraphonie und Polyphonie. Daher will ich als erstes der Frage nachgehen, was ist eigentlich Monophonie? Um das zu erklären, schauen wir uns einfach mal so einen grundsätzlichen Aufbau eines Synthesizers an. Ich nehme aus historischen Gründen Bezug zu den Hardware-Synthesizern, deren Schaltungen mit Strom versorgt werden. Los geht's! So ein Synthesizer besteht aus drei Komponenten. Erstens aus einem Oszillator oder auch VCO genannt, das heißt Voltage Controlled Oscillator. Also ein mit Strom spannungsgesteuerter Oszillator, mit dem ein Ton in einer festgelegten Lautstärke, aber durch die zugeführte Stromstärke, mal mehr, mal weniger, in der Tonhöhe bzw. Pitch variiert ausgegeben werden kann. Dann zweitens aus einem Filter oder auch VCF, Voltage Controlled Filter genannt, also einem spannungsgesteuerten Filter. Und schließlich drittens eine Amp Control, also eine Verstärkerkontrolle, ein sogenannter VCA, Voltage Controlled Amplifier. Oder ganz einfach gesagt, eine Hüllkurve, ein sogenannter Amp Envelope Generator, kurz AEG, meist ein ADSR, die nichts anderes macht, als das kontinuierliche, konstante, gleichlaute Signal in seiner Lautstärke bzw. seinem Lautstärkeverlauf zu steuern. Kurz gesagt, lauter und leiser zu machen. Nicht von dem Begriff Amp, Amplifier oder Verstärker täuschen lassen. Die machen nämlich nicht nur lauter, sondern auch leiser. Die Aneinanderreihung dieser drei Module von VCO, VCF und VCA, also Oszillator, Filter und Amplifier, sorgt für das Erklingen eines einzigen Sounds bzw. Stimme zu einer Zeit. Wie gesagt, keine zwei Sounds gleichzeitig, sondern immer nur einer. Das nennt sich Monophonie. Das Gegenstück dazu heißt Polyphonie. Wenn ein Synthesizer polyphon ist, also wenn du zum Beispiel sagst, ein achtstimmiger polyphoner Synthesizer, dann heißt das, dass dieser Synthesizer acht Stimmen oder Sounds gleichzeitig ausgeben kann, die alle für sich alleine so einen monophonen Signalweg haben. Also wie acht monophone Synthesizer nebeneinander. Klassisch heißt das jetzt aber nicht, dass acht Stimmen komplett unterschiedlich eingestellt werden können, sondern es wird festgelegt, was für eine Wellenform für den Oszillator, also VCO, benutzt wird. Vereinfacht gesagt, Sinus, Dreieck, Rechteck, Sägezahn und so weiter. Dann wie das Filter, also der VCF, eingestellt wird, also sowas wie Tief- oder Low-Pass, Hoch- oder High-Pass, Bandbreiten- oder Bandpass-Filter, Kerb- oder Notch-Filter, Kuhschwanz- oder Shell-Filter, Glocken- oder Bell-Filter und so weiter. Hauptsache das Filter einstellen. Und dann wie die Hüllkurve, also der VCA, eingestellt wird, also ADSR, MSEC, LFO und so weiter. Wenn das erledigt ist, kann eine Taste auf dem Keyboard gedrückt werden, ein Sound fängt an, mit all diesen definierten Parametern zu erklingen und hört auch meist wieder auf, wenn die Taste losgelassen wird. Also wirken diese Parameter vereinfacht gesagt über eine Zeitspanne. Und diese Zeitspanne wird dann flexibel diesen acht parallelen Stimmen zugeordnet. Meist je nachdem, wann sie gestartet werden. Also wenn ein Sound langsam lauter wird und zwei Sounds bzw. zwei Stimmen versetzt voneinander gestartet werden,
wird zum Beispiel die erste Stimme langsam lauter und wenn dann die zweite Stimme gestartet wird, fängt auch sie am leisesten Punkt an, während die zuerst gestartete Stimme schon wesentlich weiter und lauter ist oder schon wieder langsam leiser wird. Das mit dem alle Stimmen haben ihren eigenen Zeit- und Parameterverlauf ist oft auch deaktivierbar oder unterschiedlich einstellbar, je nach Synthesizer und ob es überhaupt für diesen einen Sound gewünscht wird. Das ist Polyphonie. So, und was ist jetzt eigentlich Paraphonie? Paraphonie unterscheidet sich von der Polyphonie darin, dass zum Beispiel die 8 Stimmen aus meinem Beispiel sich einen Filter, also VCF, und eine Hüllkurve, also ein VCA-Signal teilen. Es können also 8 Stimmen in unterschiedlicher Tonhöhe gleichzeitig gespielt werden, aber die erste Stimme bestimmt klassischerweise den Zeitpunkt, wann der Signalweg von VCF und VCA gestartet wird. Und alle anderen Stimmen, die später dazukommen, erhalten die Parameter zu dem Zeitpunkt, den die erste Stimme gerade durchläuft, wie so Quereinsteiger. Oder mit einer anderen eventuell möglichen Einstellung startet jede neu gedrückte Keyboard-Taste für alle Stimmen, also die, die schon gestartet sind auch, den Signalweg neu. Also bei jedem Tastendruck alles auf Null zurück. Paraphonie ist also weniger komplex und braucht daher auch weniger Ressourcen, beziehungsweise in der Hardware-Welt weniger komplexe elektronische oder sogar elektrische Schaltungen. Andersherum gesagt, es ist leichter zu bauen. Das ist aber sicherlich kein Punkt für eine schlechter oder besser Diskussion. Wie überall kommt es immer darauf an, ob es überhaupt gebraucht wird. Mit einem Panzer den Müll rauszubringen, kann zwar gemacht werden, aber vielleicht geht es auch und ist vielleicht sogar praktischer, wenn die 2 Meter zur Mülltonne zu Fuß zurückgelegt werden. Paraphonie wird leider nicht immer von allen Herstellern korrekt angegeben. Manchmal wollen Hersteller zum Beispiel 8 parallele Stimmen als Polyphon verkaufen, obwohl diese 8 Stimmen sich einen Filter oder ein Filter VCF und eine Hüllkurve VCA teilen, also eindeutig Paraphon. So, von der Reihenfolge würde ich sagen, Monophonie, eine Stimme zu einer Zeit mit einem VCF und einem VCA. Paraphonie, mehrere Stimmen gleichzeitig, auch in unterschiedlichen Tonhöhen, aber alle mit demselben VCF und VCA-Zeitverlauf, also synchronisiert. Polyphonie, mehrere Stimmen gleichzeitig mit jeweils eigenen VCF- und VCA-Zeitverläufen. Bezüglich der VCFs, also der Filter, sei noch gesagt, dass viele klassische Synthesizer, Hardware wie Software, gleich noch eine ADSR-Filterhüllkurve oder auch FEG, Filter Envelope Generator, vordefiniert haben. Mit dieser kann dann das Filter entsprechend bewegt werden, so wie auch der AEG Amplifier Envelope Generator beim VCA die Lautstärke steuert. Und dann gibt es noch die Kakophonie. Das ist, wenn alle komplett und total schrecklich durcheinander spielen, was sich einfach total kacke anhört, im Gegensatz zur Euphonie, bei der man ganz euphorisch schöne und gute Klänge hören kann. Schließlich kämen wir noch in die Phonologie, da habe ich aber bei der Recherche gleich das synonyme Wort Assimilation gelernt und als Star Trek-Gucker gleich die Wir sind Borg, Widerstand ist zwecklos Assoziation bekommen und sofort das Internet ausgemacht. So, damit komme ich nun zum Ende des Videos und würde dich gerne bitten, wenn du weiterhin solche Videos sehen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen, abonniere am besten gleich den Kanal. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai, danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit und falls du noch weitere Fragen oder Feedback hast, lass es mich einfach in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder, bleib gesund und rette die Zukunft, mach's gut, bis dann, ciao, ciao.